Dann willkommen nochmal zum Teil 2 unseres Abends. Unsere Lehrredenbesprechung, wo wir ja zumindest theoretisch schon uns dem Ende der Dukkha-Entstehung nähern. Und das letzte Mal angefangen haben mit der Lehrrede über Kriecher. Könnt ihr euch da erinnern? Da ging es natürlich sage ich jetzt, weil das jetzt schon ein Weilchen das Thema ist, immer wieder ging es wieder einmal um Kamma. Welche Arten von Kamma Mensch zu Kriechern machen, was es überhaupt auf sich hat mit dem Kriech, diesem Begriff, erfahren wir jetzt vielleicht, wenn wir da weiterlesen, falls nicht jemand noch eine Frage oder Anmerkung hat zum letzten Mal. Ich hätte eine kurze Frage, und zwar, wir kennen ja im Buch das Wort des Buddha weiter. Ich habe an dem Rand gar nicht die Lehrrede gefunden, die wir gerade besprechen im Buch. Ja, stimmt, da ist leider die Nummerierung durcheinander gekommen, weil der ehrwürdige Jana Tiluka da nicht die Nummerierung der deutschen Übersetzung verwendet hat. Wenn du in der deutschen Übersetzung suchst, dann ist es die Nummer, die hier bei uns oben steht. 10216. Okay, bei mir wäre es dann wahrscheinlich die 205. Kann das sein? Wenn sie auch Sangsapaniya Sutta heißt, auch in Pali, dann ist es natürlich die gleiche. Ich weiß nicht, wo und wie du jetzt nachgeschaut hast. Ich habe einfach am Rand versucht nachzuvollziehen, an welcher Stelle wir waren und wo die Wo hast Lehrrede du denn steht. nachgeschaut, Im Stefan? das Wort des Buddha. Bei der Ja, da zweiten Ebene steht. Wahrheit auf der Seite 34, Ja, 35 und 36. das meine ich nicht. Wo hast du versucht, das nachzuschlagen und dann nicht gefunden? Oder was ist jetzt das Problem? Ich habe Schließlich kann. den Zusammenhang nicht gefunden. Ich habe dann noch nicht, so also nachgeschlagen habe ich es nicht gefunden. Ich habe dann den Band Vipassana geschrieben und er hat es mir dann geschickt. Echt. Ja, und dann habe ich so nur das Video kopiert. Okay. Daher gerade der Hintergrund. Aber jetzt ist mir klar, dass es da von der Übersetzung her wohl anscheinend so ist, dass je nach Übersetzung, also Dass Englisch denen oder die deutsche Nummern Übersetzung, verrutscht. die Nummern halt Genau. verrutscht sind. Und das ist der Grund, warum ich das hier nicht finden konnte. Danke dir. Ja, also gerade am Ende von diesen Büchern, wie jetzt hier das Zehnerbuch, wo es immer um irgendwas mit Zehn geht, am Ende sind oft dann so Art Sammellehrreden oder so Lehrreden, Karusselle wird das auch genannt. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch so sagt. In Sri Lanka hieß das so, wo dann eine Lehrrede immer nach demselben Schema auch verschiedene Sachen durchmacht, und da verrutschen dann manchmal die Nummerierungen. Okay, aber das soll uns alles nicht daran hindern, uns mit dem Inhalt der Lehrrede zu beschäftigen. Gibt es dazu noch was vom letzten Mal? Oder wollen wir weiterlesen? Wer möchte denn gerne lesen?
Oder soll ich jemand aussuchen? Könnte man ja auch noch machen. Wenn es keine Freiwillige gibt, Freiwilligen Ich gibt, wer. Ich kann lesen, aber was war die Stelle? Was immer sie. Da tötet jemand? War das die Stelle? Ja, aber lies vielleicht nochmal ab die Lebewesen, dass das auch nochmal gehört wird. So lange ist das ja nicht. Und dann lies weiter. Die Lebewesen sind Eigentümer ihrer Taten, Erben ihrer Taten. Taten sind ihr Mutterleib, ihre Familie und ihre Zuflucht. Was immer sie an Taten tun, schöne oder üble, deren Erben werden sie sein. Da tötet jemand lebende Geschöpfe. Er ist grausam, hat Blut an den Händen, ein Gewohnheitsmörder, mitleidslos gegenüber allen Lebewesen. Er kriecht mit dem Körper, der Sprache und dem Geist. Da er mit dem Körper, der Sprache und dem Geist krumme Dinge tut, sind auch sein Werdegang und seine Wiedergeburt krumm. Jemand, dessen Werdegang und Wiedergeburt krumm sind, wird an einem von zwei Orten wiedergeboren, sage ich. In einer einseitig schmerzhaften, niederen Welt oder unter sich verkriechenden Tieren. Okay, sollen wir da mal kurz pausieren und schauen, was da steht. Also es wird vom Buddha erst einmal ja auch in drastischen Worten das Negativbeispiel aufgerollt. Ein Mensch, der das erste Sila auf ganz intensive Weise nicht beachtet und eben Gewalt ausübt gegen andere Wesen. Da heißt es dann, er kriecht mit dem Körper, der Sprache und dem Geist. Was könnte der Buddha damit gemeint haben? Vielleicht, dass er sich wie ein Tier verhält. Ja. Oder das Gegenteil von einem aufrechten Menschen. Dass er so gebückt unter seiner eigenen Unaufrichtigkeit. Ich habe es jetzt mehr gemeint, weil ja auch immer wieder von aufrechten Menschen gesprochen wird. Ja. Und sozusagen das wäre das sprachliche der sprachliche Gegensatz zu aufrechten Menschen wären dann kriechende Menschen. Aha, die dann ja auch krumm sind und krumme Dinge tun, wie in der nächsten Strophe steht. Krumme Wege gehen. Ja. Und dann eben auch ein krummes Resultat erfahren. Passt alles da irgendwie gut zusammensprachlich, ne? Der Griechen hat ja auch im Deutschen häufig einen sehr negativen Beigeschmack. Ne? Also so etwas Niedriges. Oder man sagt ja auch zu einem Menschen, ein Griecher, wenn er sich so einschmeichelt. Ne? Also es ist keine positive Aussage, sondern eher eine niedrige Lebensform. Ne? So. Oder auch passend zu dem, was Gisela gerade gesagt hat, eben nichts Aufrechtes, ne? Sondern etwas Niedriges. Ja, also gerade weil wir hier, zum Glück haben wir schon so weit gelesen, weil er dann auch im Nachhinein, Entschuldigung, dass da so rumspringt, ich wollte es nur in die richtige Größe zoomen, dass es dann ja auch die Rede ist von Tieren, ja, sich verkriechenden Tieren. Das
ob es da auch verwendet wird. Das Wort für Tiere in der Pali-Sprache ist ja auch eigentlich wörtlich die in der Horizontale unterwegs sind. Eben sich, ne, der Mensch hat den aufrechten Gang und hat so eine vertikale Dimension in seinem Sein und die Tiere sind eher so horizontal unterwegs. Passt vielleicht auch zu dem Krummsein und nicht aufrecht sein. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man die Sila, also wenn man verletzt, ist es ja oft so, dass man danach Angst kriegt. Und so eine Folge ist dann, ja, man hat Angst und verkriecht sich so. Ja, das wird noch eine Rolle spielen, was du jetzt gesagt hast. Das ist ganz wichtig. Aber soweit sind wir vielleicht jetzt noch gar nicht im Text. Schauen wir vielleicht nochmal, was. Was ich auch noch obwohl es ja eigentlich offensichtlich ist, hier ja nochmal angesprochen wird, dass er mit dem Körper, der Sprache und dem Geist kriecht oder eben ein krummes Kammer verrichtet. Was ich jetzt nochmal bemerkenswert finde. Obwohl der Buddha, wie wir ja schon gelernt haben, sagt, dass Chetana, also Absicht, das Kamma ist oder die Qualität des Kamma bestimmt, spricht er andererseits eben auch von körperlich und sprachlich ausagiertem Kamma. Weil natürlich unsere Sprache und unser über den Körper ausgeübtes Handeln ja immer wieder gelenkt ist von unseren Gedanken und Absichten. Und das ist ja auch die entscheidende Instanz. Wenn ich jemanden auf die Zehen steige, dann wird mir das, hoffe ich zumindest, entschuldigt, wenn ich sage, das war keine Absicht. Ich sage, ja, das wenn ich sage, oh, du bist mir auf die Zehen getreten, ja, das war Absicht, dann werden wir dafür verurteilt. Dann wird uns das eben übel genommen. Oder dann hat es auch nur ganz in uns selber eine ganz andere karmische Auswirkung, weil wir uns dann eben angewöhnen, solche vielleicht grausamen oder unachtsamen, verblendeten oder giergeleiteten oder hassgeleiteten Impulsen tatsächlich auch so lange Raum zu geben und so viel Glauben zu schenken, dass wir es dann irgendwann in Sprache und Körper ausufern lassen. Was ist denn mit der einseitig schmerzhaften niederen Welt gemeint, jetzt im Unterschied zu der Tierwelt? Weil die Tierwelt ist ja eigentlich schon eine sehr niedrige Welt. Ja, also der Buddha spricht ja auch von Möglichkeiten der Wiedergeburt, die jetzt nicht in der physischen Welt zu finden sind, die Menschen und Tiere teilen. Da gibt es ein großes Spektrum, sowohl auf der angenehmen als auch auf der unangenehmen Seite. Ja, und alle Daseinsbereiche, die nicht ins Menschen- oder Tierreich fallen, die mit dem krummen Weg zu tun haben, fallen dann eben unter die Kategorie der schmerzhaften, niederen Welten.
Ich habe das so verstanden und das frage, ob man das auch so verstehen kann, dass dort eben nur Schmerzhaftes erlebt wird. Weil in der Tierwelt ist ja durchaus möglich, dass auch mal, wenn man als Haustier geboren wird, auch als kriechendes Haustier, als irgendeine Schlange, die man sich hält, kriegt man zumindest Nahrung oder Zuwendung. Keine Ahnung. Naja, ja, natürlich. Ja, also das ist da natürlich damit gemeint, ja, dass eine. Dass es auch Wiedergeburtsbereiche gibt, in denen das Mischverhältnis zwischen angenehm und unangenehm sich einfach noch massiv in Richtung unangenehm verschiebt. So wie das dann in den sogenannten höheren Welten sich in die andere Richtung verschiebt. Ja, ist das einseitig schmerzhaft gemeint, ne? Also dass es sozusagen nur oder überwiegend schmerzhaft ist. Genau. Aber gilt das dann nur für einen, der sowohl mit Körpersprache und Geist krumme Dinge tut? Oder kann es auch sein, dass einer im selben Bereich wieder erscheint, der mit Sprache und Geist verkehrte, krumme Dinge tut? Oder ist das immer diese Dreieinheit, die dann die allerschlimmste Wiedererscheinungsform findet? Weil es kann ja einer keinen umgebracht haben zum Beispiel, aber mit Sprache und Geist fürchterliche Sachen reden und sich also als Demagog tätigen und andere aufhetzt. Ja, naja, wenn wir in der Lehrrede dann weiterlesen werden, würde sich die Frage von selber beantworten, weil der Buddha so wie hiermit eben das Nicht-Einhalten des ersten Zieles, das er ja hier noch quasi überspitzt, es ist ja jetzt nicht so, wie wenn man einmal eine Mücke erschlägt und dann das nachher bereut, sondern man ist ein Gewohnheitsmörder voll Grausamkeit. Und so ähnlich wären dann auch tatsächlich die anderen Sila genau dasselbe Erklärschema eingesetzt, also jemand, der stiehlt und sexuelles Fehlverhalten begeht und unrechte Rede führt auf verschiedene Art und Weise und habgierig ist und grausamen Gemütes ist und falscher Ansicht ist. Und das sind dann alles immer wieder eben auch krumme Werdegänge werden da eingeleitet. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, auch wenn das hier vielleicht auch um einen drastischeren pädagogischen Effekt zu erzielen vom Buddha so formuliert wird, meint er damit ja nicht, dass jeder Mensch, der einmal oder ab und zu mal auch in Körpersprache oder Geist oder in diversen Kombinationen davon Fehler gemacht hat, deswegen dann automatisch schon auf die niedere Fährte wie auf Schienen gesetzt ist. Ne? Weil wir ja gleichzeitig auch auf der anderen Seite viele heilsame Dinge tun, hoffentlich. Und dann eben der Wiedergeburtsprozess ist ja eigentlich nichts anderes als eine Weiterführung von dem Geisteszustand, in dem wir eben versterben. Und dann, wenn man das so ganz banal sagen möchte, dann braucht der Geist einen neuen Körper, um sich weiter immer wieder am Entstehen zu halten, ne, wie Bewusstsein und Name und Form eben zusammen agieren. Und dann fällt das Bewusstsein notgedrungenerweise eher in einen Schoß, der zu ihm passt. Ja, aber mit welchem
mit welcher Qualität das Bewusstsein ausgestattet ist, dass wir haben, wenn der Tod eintritt, liegt ja an ganz vielen Faktoren. Ja, vielleicht war man in der Jugend ein ganz schlimmer Mörder und hat sich dann gebessert und dann stirbt man eventuell hoffentlich auch mit einem friedlichen und aufs Heilsame ausgerichteten Geist. Oder man hat sein Leben lang immer Gutes getan und am Schluss macht man irgendeine furchtbare Tat und die quält einen dann vielleicht noch am Ende. Also ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, das ist jetzt nicht irgendein Karma und die Auswirkung von Karma nicht irgendein grausames Gesetz von Strafe und Belohnung von außen, wo jetzt irgendeine richtende Instanz über uns bestimmt, sondern ja nichts anderes als einfach nur konsequent logisches weiter wirken von dem, was jetzt im Leben eben auch schon wirkt. Jetzt sind wir wieder bei der Oma und die Zutaten, die wir hier anreichen, bei der blinden tauben Oma, die unser Süppchen kocht. Genau. Kann man eigentlich sagen, dass wir hatten ja Nama Rupa und die fünf Nama-Faktoren. Da taucht ja Chetana auf. Ist das Stefan, versuch's auf Deutsch bitte, sonst verstehen die vielleicht. Achso, okay. Es geht aber tatsächlich mir jetzt mal um den Pali-Begriff. Bei Name und Form, da taucht ja so also Chetana als Wille, hatten wir den da. Und wir haben ja in den Kandas den... die Absicht, also die unser Vorhaben, ist das eigentlich deckungsgleich? Nicht ganz. Also bei Chetana hätte ich jetzt lieber Absicht gesagt als Wille, ehrlich gesagt. Weil Wille ja vielleicht eher auch, die drückt ein bisschen was anderes aus, finde ich. Ne? Eben diese Instanz, die wir einsetzen, wenn wir unseren Willen auf etwas richten, und Absicht eher beschreibt eben, welche Qualität das hat. Und was ich richtig verstanden habe, war deine Frage, was das jetzt mit dem Sankara, mit dem Vorhaben oder Aktivitätsimpuls als Kanda, als Daseinsgruppe zu tun hat? Ja, genau. Ob da praktisch das Karma sich entfaltet? Man kann gerade wenn das versucht wird, die Kandas, die Daseinsgruppen in diesem Nameformbewusstsein wieder zu entdecken oder die beiden miteinander zu vergleichen, dann kommt man natürlich an die Stelle, wo Chetana, also die Absicht, und das Sankara, der Aktivitätsimpuls, dann übrig bleiben, weil die anderen sind alle jetzt schön, die sind ohnehin gleich, und dann bleiben eben die beiden. Und natürlich besteht da eine große Verwandtschaft. Vielleicht wäre es interessanter, sich zu überlegen, welchem Zweck die Begriffe dem Buddha in der jeweiligen Situation gedient haben. Ist das nachvollziehbar, was ich damit meine? Ja, das ist auch genau der Punkt, den ich dann ja eigentlich auch interessant finde. Wann verwendet er Chetana und wann verwendet er Sankara? Naja, ich würde sagen, Sankara verwendet er, wenn er einfach die Funktionsweisen des Erlebens beschreibt, eben die Daseinsfacetten.
so wie wenn man ein Schweizer Messer hat, also als Kinder in der Schule, hätte ich fast gesagt, da darf ich ja nicht verraten, da durfte man es eigentlich nicht mitbringen, aber da haben dann mit meinen Schulfreunden unsere Taschenmesser manchmal angeschaut und verglichen, was die jetzt für Funktionen haben. Ein Dosenöffner und eine kleine Säge ist da sogar dran. Und so beschreibt der Buddha, klappt da so irgendwie die Funktionen des Erlebens aus. Und dann sehen wir, aha, da gibt es Körperlichkeit und das kann mal einfach die Elemente mit dem Erleben verbinden und dann ist Empfindung und das schätzt ein, ob das jetzt was Angenehmes ist oder nicht, etc. etc. Und da ist eben Sankhara dann die Instanz, die uns sagt, was man mit dem jeweiligen Ding machen kann. Und Chetana, diese Absicht, beschreibt eher, welche Qualität das oder welche Relevanz das auf dem Weg zu Nirvana hat. Und gibt uns dann eben auch ein Werkzeug in die Hand, zu schauen, kann ich das weiterverfolgen oder soll ich das eher bleiben lassen, wenn ich duckerfrei sein will. Ist das nachvollziehbar? Ja, das ist nachvollziehbar. Ich hatte mich da auch immer gefragt, weil es gibt ja die Daseinsgruppen unter dem Einfluss der Unwissenheit und einmal unter dem Einfluss der, also wenn die Unwissenheit beseitigt ist, ob da irgendwie noch was im Hintergrund vorhanden ist und wie sich das in Bezug auf Chetana auswirkt. Aber du hast ja erklärt, dass es da ja mehr um die Funktionsweise dann ging. Mhm. Ja, darum interessiert uns jetzt auch hier in diesem Kontext viel mehr, welches Chetana ein Mensch hat, weil das Chetana dann eben bestimmt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ne? Aber wenn du dir zum Beispiel denkst, jemand sieht ein Tier und hat eine nicht heilsame Absicht, weil er sich über dieses Tier ärgert oder weil er nach dem Tier oder dessen Teilen begehrt, dann wird er das Tier vielleicht erlegen mit irgendeiner Waffe. Also da hat auch die Absicht, dass den Aktivitätsimpuls beeinflusst. Ja, weil der hat das wahrgenommen, aha, ein fettes Kaninchen zum Abendessen machen. Und zack, hat er es geschlachtet und bereitet sich zu. Ja, und ein anderes Wesen mit wo diese unheilsamen Absichten fehlen und stattdessen heilsame da sind, der hat dann die Wahrnehmung, ein Kaninchen zum Streicheln oder zum in Ruhe lassen oder was auch immer. Ist das soweit? Erklärt. Ja, danke. Was gibt es noch in dem Text, was interessant ist, oder wollen wir weiterlesen? Mich beschäftigt noch was, ich weiß aber nicht, ob ich es schon irgendwie ausdrücken kann. Also so wie ich die Lehre mit dem Kamma bisher verstanden habe, also braucht es ja schon viel gutes Kamma aus vielen vorherigen Leben, um überhaupt als Mensch geboren zu werden. Mhm. Und also da hat jemand viele Leben gutes Kamma gemacht, wird als Mensch geboren und dann in diesem einen Leben kippt das dann aus irgendeinem Grund in schlechtes Kamma. Und dann mit dem einen Leben, so wie es hier geschrieben ist, stürzt dieser schon als Mensch geboren gewesene da sofort da nach ganz unten.
Also ist irgendwie klar, was ich meine? Ja, also du hast das vielleicht auch noch mal ein bisschen überspitzter formuliert als hier sogar, weil wir ja als Mensch wiedergeboren werden, nicht weil wir ausschließlich nur heilsames Karma gesammelt haben, sondern ja schon eine Mischung. Ne? Wir sehen Ayakema ja manchmal so lapidarisch gesagt, wir sind ja von den 32 Daseinsebenen die fünfte von unten. Ja, da gibt es ja noch Welten, die wesentlich exklusiveres Sukha-Vedana bieten als die unsere. Ja, aber die Menschenwelt ist deswegen besonders wertvoll, ja gerade weil das eine Mischung ist, die Wesen auch auf die Suche nach Dukkha-Freiheit macht. Ja, also wir sind gerade so noch im Grenzbereich des noch Aushaltbaren, aber auch schon im oberen oder im unteren Grenzbereich der Fähigkeit, genug Klarheit zu schaffen, damit wir auch verstehen, was da mit uns los ist. Und in der Lehrrede hier wird ja gerade nicht gesagt, da macht jemand einmal einen Fehler und schon hat er sein Menschtum verschleudert, sondern es ist ja schon ein sehr deutlicher, kriechender, krummer Weg, den jemand eingeschlagen hat. Wenn man zum Gewohnheitsmörder wird, ist das ja jetzt nicht irgendwie ein Durchschnittsmensch, würde ich sagen, sondern schon jemand, der wirklich intensiv sich auf die nicht heilsame Bahn gebracht hat. Aber also das ist seit jeher eben die jetzt weniger publikumswirksame Seite der Gesamtmotivationsmedaille in buddhistischen Kulturen auch dran zu denken. Wenn ich das Dhamma übe, dann kann mir ganz viel Wunderbares geschehen und Erlöschung und vielleicht als Zwischenlösung angenehme Wiedergeburten. Aber wenn ich rumschlendere und das verpatze, diese Gelegenheit, dann kann mir das auch übel bekommen. So, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen weiterlesen und dann auch das, was die Esther vorhin gesagt hat, nochmal vielleicht deutlicher wird. Möchtest du vielleicht gleich vorlesen, Esther? An sich gern, aber ich sehe den gesamten Text nicht. Bei mir sind so die Bilder von, also für mich müsste ein bisschen kleiner, also ein bisschen schmaler sein, sonst kann ich ihn nicht lesen. Ach so, Moment. Hast du es im Ja, Hochformat, dein Handy? so ist es gut. So ist, ja, sehr gut. Ich sehe noch nur noch die unterste Zeile, da muss ich umblättern. Geht's? Ja, und jetzt Oder habe ich haben in wir, einer was haben wir bis jetzt gelesen? Ich glaube, in wird in einer einer. einseitig schmerzhaften niederen Welt oder unter sich verkriechenden Tieren, und da müsste es jetzt weitergehen. Jetzt. Geht das so? Okay, ja. Und was sind kriechende Tiere? Schlangen, Skorpione, Tausendfüßler, Mungos, Katzen, Mäuse, Eulen oder alle anderen Tierarten, die sich verkriechen, wenn sie Menschen sehen. So wird ein Wesen aus einem Wesen geboren. Denn wie auch immer man tut, dadurch erscheint man wieder. Wieder erschienen berühren einen Kontakte. Aus diesem Grund sage ich, dass Lebewesen Erben ihrer Taten sind.
Also kriechende Tiere sind auch deswegen kriechende Tiere, weil sie Angst haben und sich verkriechen, wie du vorher auch schon gesagt hast. Ne? Und das finde ich auch nochmal verbindet das mit dem ersten Teil ganz gut, weil wir uns das ja gut vorstellen können, dass eine Auswirkung von so einer massiven Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit vielleicht sein kann, in einem nächsten Leben dann besonders Angst vor Grausamkeit zu haben, so wie das eben viele Tiere, sobald die einen Menschen sehen, rennen die davon, als ob es um ihr Leben ginge. Und leider oft genug ja auch durchaus den Tatsachen entspricht oder zumindest eine Möglichkeit ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade zum Zeitpunkt, wenn ein Leben zu Ende geht, dass dann diese schlechten Taten gerade ins Bewusstsein rücken und dass man sich wirklich wörtlich verkriechen möchte und einmal aus Angst, aber auch aus Reue und Scham, dass das dann sehr, sehr präsent wird. Und von daher sehe ich da Zusammenhang auch mit den, mit den Tieren. Das heißt, dieser Mörder ist dann auch ein Kriecher, weil er sich verkriechen wird. Also quasi ein zukünftiger Kriecher, auch wenn er sich vielleicht in dem Moment noch damit brüstet, jetzt so ein toller Gauner zu sein. Die Absichten in dem Moment wirken sich so aus, dass man sich irgendwann kriechen wird. Entschuldige, wer wollte sich da melden? Möchte ich ganz kurz was dazu sagen. Das zeigt, glaube ich, ganz schön die Wichtigkeit, sich am Heilsamen zu erfreuen. Dass sich am Heilsamen erfreuen und dass sich daran erinnern, an die guten Dinge, die man gemacht hat, was der Buddha auch als Meditationsmethode gibt, wird dann ganz wichtig und kann eine wirklich gute Übung sein für den letzten Moment. Ja, wozu natürlich auch gehört, dass man was Heilsames gemacht hat, an das man sich erinnern kann. Ja. Und möglichst nichts nicht Heilsames, was einem dann sich einem aufdrängt. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt zu einem Ende kommen, weil die Zeit abläuft. Noch eine kurze Sache. Am Dienstag entfällt leider der Zoom-Abend. Ich werde es euch ja auch noch schreiben, dass ihr es schon mal gehört habt, weil da bin ich in München und da gibt es keine Zoom-Übertragungsmöglichkeit. Also bitte schön weiter meditieren trotzdem.